Jetzt gucken wir aber mal. Jetzt kommen wir zu ihm, der ja schon eigentlich ganz viele Jahre hier dabei ist. Schauen Sie sich das an. Er ist mittlerweile zehnmaliger deutscher Meister im F3N. Unzählige Male Weltmeister F3N. Und immer wieder hier und immer wieder ein gesehener Gast. Ich kenne ihn schon lange, da war er noch ein Stückchen kleiner. Mittlerweile ist er auch schon älter geworden. Er sagt, der F3N macht er mittlerweile jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich zehnmal in Folge deutscher Meister geworden. Jetzt sind die anderen dran. Jetzt fliege ich nur noch F3C, das entspannt ein bisschen mehr. Hier ist er, aus Fürth in Bayern. Unser Erik Weber. Erik, hast du mal gar keine Musik gegeben hier? Ich glaube, du willst dich erstmal ein bisschen warm fliegen. Und was mich natürlich als Verbrennerfreund besonders freut, man sieht es ja heute immer weniger, aber Erik, das lässt dich bei mir noch ein bisschen steigen in der Achtung, er fliegt Nitro. Also, er fliegt den Methanolmotor, wie wir Piloten sagen, ein Verbrenner, ein Nitro-Helikopter. Jetzt hören wir nichts mehr, das heißt, er hat den Motor ausgemacht, er kommt mittels eigentlicher Notverfahren, Autorotation, wie ich ihn Erik kenne, auf dem Rücken. Genau, habe ich ja nicht gesehen, hier mit stehendem Motor. Aber drehen den Rotorblätter hier rein, zehnmal ist er in Folge deutscher Meister gewesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube fünfmal Weltmeister, x-mal Europameister in der Klasse F3N, Wettbewerbsflieger.